Willkommen zurück zu Darksiders 3. Wir haben hier den, ich sag mal, Außenposten der Engel beim letzten Mal entdeckt und ich wollte ja jetzt. Oh, hallo Fury. Du strahlst ja förmlich vor Blutdurst. Ich habe keine Zeit für dich, Dämon. Nein, klar. Du bist natürlich ein schwer beschäftigter Reiter, der Länder umbringen und Leute bereisen muss. Aber du bist auf deinen glorreichen Reisen nicht zufällig auf ein Artefakt gestoßen. Nichts Besonderes. Ein Artefakt? Wie sieht es aus? Also, eigentlich ist es ein Schmuckstück. Eine Neuheit von den Vögeln gefertigt. Eine Art Kreuz mit spitzen Enden und... Das war vielleicht gelogen. Es ist kein Schmuckstück. Aber sei bitte nachsichtig. Ein Dämon muss auch was essen. Ich habe es gefunden. Es gehört mir. Ich gebe dir 1 Million Seelen dafür. Seelen sind deine Währung. Meine sind scharfe Objekte. Kein Geschäft. Doch du könntest mir von Nutzen sein. Hast du die untoten Engel und Dämonen gesehen? Die Unlebendigen, leider ja. Jene, die einst unsterblich waren, verdienen Besseres. Ich habe zwar nichts für die Vögel übrig, aber das ist einfach falsch. Dann sind wir fertig. Wenn du etwas hörst, lass es mich wissen. Erschüttert dich denn gar nichts? Verspürst du kein Mitleid, wenn du die einst so Übermächtigen eben jener Macht beraubt siehst, die sie zu kontrollieren suchten, das Leben? Wenn ich herausfinde, wieso sie mich umbringen wollen, schenke ich ihnen vielleicht mein Mitgefühl. Herrje, ist sie kalt. Berauschend. Zumindest für einen hitzköpfigen Dämon. Ich finde die Interaktion irgendwie ganz witzig zwischen Wulgrim und uns. Gibt's irgendwas Neues? Nö. Gibt Wie es nicht. Ich willst. Wollte ja jetzt. Bitte. Erstmal zu Ultan zurück. Da wird ein bisschen die Waffen upgraden. Ich glaube, wir haben schon einiges an Material gefunden, seitdem wir das letzte Mal getan haben. Dementsprechend graden wir einmal kurz ab. Und werden dann weitergehen. Ja, wir haben eine neue Waffe bekommen beim letzten Mal. Die haben wir jetzt gerade auch gesehen. Die Kreuzklinge. Ist so ein Wurf-Item. Und jetzt nichts Besonderes. Ich weiß jetzt noch nicht ganz, was wir damit zu tun haben. Also ist bestimmt ganz lustig für Fluggegner. Weil da habe ich so ein bisschen noch Probleme, die irgendwie zu hitten ordentlich. Ich bin komplett falsch. Aber das macht ja nichts. Wir müssen nämlich hier hoch. Komplett falsch geportet. Passiert. Oh, da unten waren Gegner wieder. Ich dachte, die spawnen nicht nach. Dann hätte ich jetzt kurz was testen können. Verdammt. Okay, wir werden... Okay, gut. Wir gehen gleich nochmal nach unten. Wir gehen hier gleich nochmal runter. Beziehungsweise jetzt. Denn... Ich wollte ja was testen. Wir haben ja gesehen, dass es Gegner gibt, die Diamantspart-Fragmente waren's. Droppen. Und ich wollte ja mal testen, ob man die in irgendeiner Art und Weise farmen kann, wenn man die Gegner nochmal tötet. Also sprich ein zweites Mal. Und das werden wir jetzt definitiv tun. Ich weiß, wo sie sind. Einmal hier runter. Dann bin ich gespannt. Hinter uns war noch einer, das war sehr überraschend. Ja, die Kreuzklinge jetzt mal kurz probiert, ne, war jetzt nichts... Nichts Besonderes, tatsächlich. So, ich bin mal gespannt, dafür müssen wir hier hoch. Aber die Gegner scheinen jetzt nicht mehr da zu sein.
Dann sind die wahrscheinlich nur einmal da oder die spawnen noch irgendwann nach? Weil hier waren die zwei Gegner, die diese Diamantspart-Dinger haben fallen lassen. Aber gut. Dann müssen wir das jetzt auch. Dann können wir uns das sparen. Oder vielleicht muss ich sterben, damit die nachspawnen. Ich weiß es nicht. Aber dann wäre das schon mal auch geklärt, für mich zumindest. Jetzt gehen wir hoch zu Ultan. Wo wir eigentlich hin wollten. Ja, wir haben auch mitbekommen, dass wohl die nächste Sünde Wollust sein soll. Eine Sünde, die wohl von einem Dämon heimgesucht wurde. Und sowohl Dämonen als auch Engel in Untote verwandeln kann. Und den gilt es als nächstes zu finden. So, ich gehe mal zu ihm. Vielleicht kriegen wir noch was dafür, dass wir ein paar Leute gerettet haben. Das wäre auch ganz cool. Wie kann mein Hammer zu Dienst sein? Sieht nicht so aus. Das Lustige ist, wir haben nämlich so ein Artefakt. Hier, genau. Essenz eines Auserwählten. Hier steht dabei, das Sekret kann durch seine starke Magie unglaubliche Kräfte freisetzen. Ultan wird es sehen wollen. So, das Ding ist, ich kann nicht mit ihm in der Richtung interagieren. Das finde ich ein bisschen, dumm. Was ich für dich tun kann. Was wollen wir hier denn machen? Hier könnten wir auf jeden Fall upgraden. Wobei, das will ich ja nicht mit der Waffe. Da fehlen uns noch 5 Dämonen-Artefakte. Das wäre halt ziemlich nice, wenn wir das maxen könnten. Das wäre auch nicht verkehrt. Verringerung des physischen Schadens geht dann auf 25% hoch. Das ist ziemlich gut. Wobei wir hier auch Magieschadenverringerung machen können. Aber das ist jetzt alles nicht das, was ich bräuchte. Da möchte wohl jemand mächtig austeilen. Hier können wir einiges anstellen. Wir wissen ja, dass wir mit Diamantspartfragmenten die Waffen auf gerade mal plus 6 bringen können. Wir können sogar die Waffe verstärken, aber das sehe ich jetzt irgendwie nicht ein. Wenn überhaupt, würde ich die hier verstärken, was wir wahrscheinlich auch machen. Eins meiner besten Stücke. So, dann brauchen wir Diamantspartstücke zum Upgraden. Als nächstes auf, bis auf plus 9. Das können wir, glaube ich, mit der Lanze auch machen, weil die macht echt definitiv den meisten Schaden. Ich nicht für möglich gehalten, aber shit, jetzt brauchen noch ein Stück. Noch das ist natürlich unlucky. Jemand spart Fragment, genau, können das machen. Gehalten, jetzt können wir die Ketten noch machen, einfach nur. Damit wirst du ordentlich Verwüstung anrichten. Der Vollständigkeit halber. Jetzt sind wir noch mal ein bisschen stärker. Pass gut auf dich auf. Jetzt sind wir ein ganzes Stück stärker. Wir können bei Vulcan noch die Seelen abgeben und porten das jetzt wieder zurück und werden ein bisschen weiter voranschreiten mit der Story. Reicht es für ein Level-Up? Ich glaube nicht, ne? Weil jetzt sind sie sauteuer. Die Level-Ups. Da müssen wir hin. Wir sind jetzt auch im neuen Gebiet, wie wir gerade gesehen haben, bei den Schlangenlöchern. Wir haben jetzt nämlich die 4. von insgesamt 6 Kategorien. Somit sind wir jetzt wahrscheinlich über die Hälfte des Spiels. Circa. Haben auch echt viel erkundet, also ich verbringe tatsächlich ziemlich viel Zeit damit, Gebiete komplett auszukundschaften, aber man sieht, es lohnt sich, wir können damit ziemlich viel upgraden und sind auch ziemlich stark. Wir gehen jetzt mal weiter. Wir sehen, hier hängen schon ein paar Engel, da fliegt auch schon einer, wobei wir auch wissen, dass es Untote sind. Wir sind jetzt auf der Seite, ne? Genau. Ja, da hinten waren wir. Schon mal. Wir sind jetzt hier. Da ist ein Greif. Da oben fliegt einer. Da liegt ein Item. Da ist ein Gegner. Da sind mehrere Gegner. Oh, shit. Der hat mich überrascht. Da bin ich ganz ehrlich. Der Mann spart Fragment. Das ist natürlich jetzt ideal, dass ich jetzt so ein Ding bekomme. Und wir damit hätten noch die Peitsche 1 upgraden können. Na, ist nicht schlimm. Da liegen aber ziemlich viele Items. Oh, die habe ich Bock, alle aufzuheben. Wir müssen irgendwie da lang. Okay, kann ich auch die ganzen Engel irgendwie runterholen? Tatsache.
funktioniert, sind aber nur Tote. Lass los. Keine Lust herzukommen. Ich kann dich gerne auch damit ärgern, wenn du willst. Oh, okay, ich sehe schon. Donner macht nicht so viel Schaden. Ja, das ist natürlich jetzt lustig, ne? Wenn der Gegner da so irgendwie rumbackt und nicht so Bock hat irgendwie auf mich. Kann ich stundenlang machen. Kein Problem damit. Wenn das Spiel mich das machen lässt, warum soll ich das dann nicht nutzen? Nein, wir machen echt keinen Schaden, ne? Wenn ich hingegangen wäre, wäre er schon dreimal tot. Das ist so lustig. Vor allem, er guckt mich auch genau an, ne? Aber er hat irgendwie... Er scheint es selbst nicht einzusehen, warum er jetzt sich bewegen soll. Wie viel Leben der hat, ne? Ich denke, wir haben jetzt 10 Mal angegriffen. Also ich rechne jetzt mal mit 10, das sind wahrscheinlich 20 Mal. Wir haben jeweils 63 abgezogen. So Pi mal Daumen. Schon heavy, ne? Über 1200 Leben jetzt schon. Da kommt auf seine 2000, wenn nicht sogar mehr. Weil wir wissen ja, dass die Greifen recht stark sind. Wir wurden ja von einem Mal überrascht. Junge, entweder du bist jetzt gleich tot. Wie lustig wäre es, wenn der Gegner jetzt tatsächlich keine Energie verlieren würde. Und einfach die ganze Zeit Full Life wäre, ich ihn aber trotzdem hitten würde. Oh, soll ich ihn jetzt wirklich so töten oder soll ich hingehen? Kennt ihr das, wenn ihr so eine gewisse Zeit schon für irgendwas aufgebraucht habt und ihr wisst, dass es so funktioniert oder funktionieren kann und ihr aber auch genau wisst, wenn ihr es jetzt anders machen würdet, wärt ihr schon längst weiter. Aber dann so aus Prinzip, ihr trotzdem weitermacht mit der langsamen Variante, kennt ihr das? Weil jetzt zum Beispiel, jetzt habe ich schon so oft auf ihn draufgehauen, ich sehe jetzt nicht ein, warum ich jetzt runtergehen soll und ihn töten soll. Okay, irgendwie... Kann das sein, dass er nicht stirbt oder so? Okay, ganz ehrlich, jetzt sind wir aber auch zu blöd, ne? Okay, es hätte echt noch sehr lange gedauert, bis er gestorben wäre. Okay, gut. Holy shit. Das mache ich nie wieder. So, wir können bis zu 3, glaube ich, markieren. Ja, zählst du noch mit? Da bin ich jetzt von denen zu weit weg. Na, ja, okay, der zählt nicht, aber ist nicht schlimm. Den mal runterholen, das ist ein Gegner. Oh, wow. Du warst ein One-Hit. Was ist mit euch? Kann ich mit euch was machen? So wie ihr da hängt? Nö, ihr seid nicht... Nicht anvisierbar. Oh, wow, der hat eine Mine geworfen, der eine. Junge, ist dein Ernst? Danke. Okay, die Seelen fliegen jetzt natürlich zu diesem Seelensammelpunkt da oben. Ist aber auch nicht schlimm. Oh Gott, okay, ich habe jetzt ein bisschen Orientierung verloren. Da kamen wir jetzt raus, genau. Das Item haben wir mitgenommen, den Greifen haben wir besiegt. Soll ich mir natürlich auch alle Viecher da oben runterholen. Wir haben da oben aber einen stärkeren Gegner, der uns gleich was Schönes droppt. Droppen kann. Gehen wir kurz hier lang. Uns das anschauen, wir wissen, dass wir da nicht rüber können, sonst sterben wir gleich. Drücke RT. Jetzt sagen die uns das mit dem... Ach, okay. Ah, das muss ich machen. Alles klar. Verstehe. Das machen wir aber gleich, beziehungsweise demnächst, wenn wir den... das Gebiet hier abgeschlossen haben. Ja. Ich würde sagen, wir nehmen den Großen jetzt mal mit. Hallo. Ach. Oh, shit. Au, da bin ich zu früh ausgewichen. Das war natürlich nicht so geil gerade. Ah, da auch zu früh ausgewichen. Fand ich jetzt aber auch nicht so schlimm, dass ich hier sterbe, um ehrlich zu sein, weil der Wohlgrim-Punkt relativ weit hinten war. Und wir jetzt auch wieder volle Erholung der Nephilim haben. Dementsprechend ist es jetzt nicht so schlimm, dass ich hier gestorben bin.
Ah, da fehlt mir ein bisschen das Timing noch. Ich bin jetzt zweimal bei dem hintereinander zu früh ausgewichen. Also man muss da ein bisschen aufpassen. Man darf jetzt nicht, nur weil der Gegner ausholt, dann schon ausweichen, sondern man muss wirklich warten, bis der Schlag fast schon im Gesicht sitzt. Jetzt dürfen wir natürlich die ganzen Gegner wieder besiegen, ist aber jetzt nicht so schlimm. Waren ja zum Glück nicht so viele. Kommt der jetzt noch? Ja. Ich will den Großen, wenn möglich, noch nicht triggern. Da sind wir gerade gestorben, aber wir hatten eh null Seelen. Machen wir das mal weg, damit wir nur den Sammelpunkt da hinten haben. Ach, die fliegen auch alle dahin. Oh, das ist ja lustig. Okay. Ist hier sonst etwas? Nein. Ach, da oben fliegt noch einer, stimmt. Ah, und die habe ich auch fast vergessen. Dass das nicht... Das ist halt... Ja, von euch würde ich mich auch töten lassen, bin ich ganz ehrlich. So schlecht wie... Wie das gerade war von mir, hätte ich mich da auch echt töten lassen können. Dass ich mit der Sprungattacke, die da gerade nicht gekillt habe, irritiert mich ein bisschen. Ja, ich glaube, wir gehen zuerst jetzt hier lang und machen den Großen vielleicht mal zum Schluss. Weil wir hier jetzt noch einen Großen haben. Ach, die auf den Bäumen machen wir ganz am Ende, wenn wir das Gebiet hier geschafft haben. Mich jetzt damit nicht auseinandersetzen. Oh, verdammt. Ah, man kann das Ding da oben tatsächlich zerstören. So wie es aussieht. Okay, dafür ist die Waffe halt geil. Dafür ist die Waffe halt echt gut, gerade für die Drecksdinger. Oh, Obscurus Verbesserung. Verbesserungen können, bla bla bla. Dass mich einfach sagt, was die Verbesserung macht, aber ist nicht schlimm. Auf was gehen wir? Ist eigentlich egal, machen das hier. So. Generiert das Chaos durch diese Waffe plus 5% und plus 8,3% Unverwundbarkeitsfenster beim Ausweichen. Das ist halt geil, ne? Das ist ein passiver Effekt. Das heißt, sobald der einfach nur in der Waffe drin ist, haben wir diesen Effekt. Ein Verwundbarkeitsfenster beim Ausweichen. Ja, ist halt schon geil. Die Chaosregeneration ist mir egal, aber jetzt müsste ich das natürlich irgendwo ausrüsten. Das habe ich, glaube ich, bei den Klingen drin. Bei der Kreuzklinge. Das kann auf jeden Fall raus. Das finde ich so das im Moment noch unnötigste Verbesserung. Machen wir das rein. Sehr schön. Hat sich gelohnt. Jetzt will ich erstmal gucken, dass ich hier vielleicht einen nur anlocke. Sehr schön. Immer einen nach dem anderen. Ich glaube, das ist gar nicht so verkehrt. Sehr schön. Wir haben jetzt hier den größeren, glaube ich. Ist das ein größerer oder ist das auch ein normaler? Ich glaube, es war ein größerer. So, den mal hier nach hinten locken. Ja. Auch hier das gleiche Problem, zu früh ausgewichen. Wow. Jetzt würde ich auf jeden Fall einmal heilen. Gut. Ja, das Ausweichen muss echt gelernt sein hier in dem Spiel. Aber wir sind gleich hier unten fertig mit dem Gebiet. Sollte jetzt nicht mehr zu viel geben und dann will ich noch die ganzen Leute, die da oben rumhängen, noch killen. Vielleicht haben die noch Items. Ich glaube, jetzt bleibt nur noch der Große, ne? Nur noch der schöne große Gegner da vorne. Hier, ansonsten sollten wir durch sein. Ja, hier sind noch keine Items mehr. Doch, da liegt noch eins. Da liegen noch einige Items.
nehme ich auf jeden Fall auch noch mit. So, jetzt kommt der... Kommt der hier dran? Oh, shit. Okay, das war... ziemlich unklug von mir. Wieder einmal zu früh ausgewichen, aber es hat funktioniert. So, das eine ist ein Gegner. Ah, wow. One-Hit, okay. Oh, und liegen echt noch viele Items, krass. Soll das mitnehmen? Ein Splitter, der ist gut. Der Mondartefakt ist auch gut. So, das ist auch wieder ein Gegner. Ah, der hält mehr aus. Nice. Okay. So, wo hängen denn noch welche? Da drüben noch ziemlich viele. Oh, da ist wieder so ein lianes Teil. Oh, nice, das können wir jetzt diesmal hitten. Okay, bringt aber nichts. Danke. Hm. Okay. Nee. Da können wir noch nichts mit anfangen. Wir können die aber schon mal markieren. Das ist gut. Das heißt, uns fehlt einfach nur eine passende Fähigkeit dafür. So, wo haben wir noch welche? Ich habe mir die Taste gedrückt zum Markieren. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche Sachen, die man eventuell markieren kann mit dem mit der Kreuzklinge. Das wird der letzte sein. Boah, er hat nichts gedroppt. Über es mir. 4000 Seelen hat der Ort hier gebracht. Nice. Das war eigentlich schon wieder ein Level Up. Aber das machen wir jetzt nicht. So, wir müssen jetzt das Ding. So, wir wissen ja, dass wir mit der Kreuzklinge auch hier unsere Elemente damit verknüpfen können. Das heißt auch hier Feuer. Macht, dass das Ding abbrennt. Und somit können wir hier rüber. Das ist doch nice. Ich darf echt nicht da runterfallen. Das wird echt nicht gut. So, aber hier unten, denke ich mal, wird jetzt nichts versteckt sein. Jetzt brauche ich wieder die Feuerfähigkeit, um hier hoch zu jumpen. Okay, da müssen wir lang. Da liegt auch ein Item. Ich glaube erstmal hier lang. Au. Man kann da wohl auf die Brücke. Das ist ja interessant. Da oben sind nämlich Gegner. Das ist interessant. Da freue ich mich auch schon drauf, da hochzukommen. Aber sonst ist hier nichts leider. Kein Item. Kann ich hier noch irgendwas abbrennen? Nee. Okay, dann haben wir ja nichts. Kann ich hier reinschauen? Ja, wie immer geht das. Spinnennetze, die kann ich wegmachen, da sind Gegner. Ja, gut. Kümmern wir uns auch gleich drum. Hier drüben waren wir ja auch schon, das wisst ihr. Das ist natürlich blöd jetzt, ne? Wenn man kann mittendrin switchen, das ist auch schon mal cool. Was passiert da jetzt? Ein Shortcut. Das ist doch schön. Abkürzung, könnte ich wieder darüber. Brauche ich aber nicht. So, wir haben da einen Gegner gesehen. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen.
Ah, sind ein paar Gegner, okay. Da sind wirklich ein paar Gegner. Der andere ist sehr desinteressiert. Na komm. So, wir müssen wohl da lang. Bin mir aber hier. Achso, ah, schade. Ich dachte, hier wäre noch ein Weg gewesen. Aber dem ist nicht so. Ah, da liegt ein Item. Nice. Nehmen wir mit. Hier hoch kann ich nicht. Holt euch zweimal runter. Irgendwas stimmt mit den Gegnern nicht. Die sind. Ja, ihr seht's. So, er hat nicht irgendwie Lust, mich anzugreifen. Das ist ein bisschen arg merkwürdig, dass die Gegner hier so ticken. Okay, wir können hier raus. Da müssen wir auch lang. Ich habe irgendwas gehört. Ach, ist wieder so einer. Na gut. Kann ich hier irgendwas machen? Also ich kann hier auf jeden Fall nicht hochspringen. Ich komme hier nicht auf die Seite. Schade. Da kommen wir aber anscheinend von unten irgendwie ran. Beziehungsweise von einem anderen Ausgang. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte hier runterfallen. Okay, das bringt uns auch nichts. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Okay. Ich vermute mal, wir müssen da irgendwie auf die Brücke hoch und dann da lang. Weil da sind auf jeden Fall Gegner und da ist ein Item. Also man muss da auf jeden Fall irgendwie hinkommen können. Wollen wir den Großen noch mitnehmen? Ja, das können wir noch machen. Wieder der Sound. Der Sound. Ich will aber erstmal wissen, was da noch. Ja, ist das so klar, dass da einer wartet. Jetzt habe ich den Großen mitgetriggert. Okay, nice. Jetzt habe ich so ein bisschen meine Ruhe. Okay, ich sehe jetzt aber mal geheilt, weil das ist mir zu suspekt, wenn er da sein Kamehameha entgegenknallt. Das Gute ist, dass der Gegner nicht so schwer ist. Also er hält ziemlich viel aus. Macht wahrscheinlich auch ziemlich viel Schaden. Aber die Zeit zwischen seinen Aktionen kann man gut für Schläge nutzen. Ja, sieht aus, als müssten wir wirklich da versuchen, die Brücke hochzugehen. Jetzt will ich mich aber hier erstmal umschauen. Ah, da haben wir wieder so ein Tier, auf den wir springen dürfen. Den müssen wir wahrscheinlich da irgendwie hinkriegen. Vermute ich mal. Das Ding erstmal weggemacht, weil sonst geht es mir auf die Nerven. Kleiner Geheimgang. Oh. Hier kann ich wohl runter. Und da ist auch Vulgrim. Okay. Komme ich aber von da unten wieder hoch. Sieht so aus, ne? Ja, tatsächlich. Aber wir müssen da lang. Das heißt, das sieht aus wie so ein Bonusweg oder wie ein Weg, der für irgendwann später gedacht ist. Den wollen wir uns auch noch anschauen. Okay.
Ja, wir haben ziemlich viel jetzt entdeckt und noch ziemlich viel zu machen tatsächlich. Aber es ist wieder eine sehr gute Zeit, um die Folge zu beenden. Oh, das Tier ist auf der anderen Seite. Ach so. Ja, gut. Ja, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Am nächsten Mal werden wir erstmal uns hier drin zu Ende umschauen. Und dann werden wir hier runtergehen und zu Vulgrim, weil wir haben genug Punkte für ein Level-Up. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Das war es soweit von mir. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Haut rein!